Die Stadt Hoyerswerda hat jetzt den Energy Award erhalten. Neben mir Baudezernent Dietmar Wolf, Energy Award. Was heißt das eigentlich? Das ist eine Auszeichnung, die bundesweit verliehen wird, hier im Freistaat Sachsen für Kommunen, die sich in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz, sag ich mal, auf den Weg machen und da gewisse Ergebnisse erreichen. Gewisse Ergebnisse? Was musste die Stadt tun, um diesen Preis zu bekommen? Ja, zunächst mal musste der Stadtrat einen Beschluss fassen, dass wir an diesem Prozess teilnehmen. Es musste dann ein Energieteam gegründet werden. In diesem Energieteam sind verschiedene Leute aus der Verwaltung, aus verschiedensten Bereichen dabei, aber auch Vertreter aus städtischen Unternehmen, wie zum Beispiel die Versorgungsbetriebe oder die Verkehrsbetriebe. Energieteam, was haben die eigentlich gemacht? Das Energieteam hatte die Aufgabe, die, sage ich mal, speziellen Verhältnisse der Stadt Hoyerswerda und im Umland zu analysieren hinsichtlich Klimaschutz und Energieeffizienz. Beispielsweise unsere regionalen Planungen, beispielsweise die kommunalen Gebäude, aber auch solche Aufgaben. Welche Mobilitätsangebote gibt es für die Bürger in der Stadt? Wie richten sich die Versorgungsbetriebe auf ihre Kunden in Sachen Energiesparen aus? Und all diese Dinge wurden dann von einem Auditor bewertet. Und wenn eine bestimmte Punktzahl, nämlich über 50% der möglichen Punkte erreicht waren, dann war es möglich, sich für die Auszeichnungsveranstaltung anzumelden. Nun hat man eine Auszeichnung bekommen, außer dem Straßenschild. Was hat man davon noch? Es gab bei der Auszeichnungsveranstaltung keine Prämie für die Stadt. Das ist richtig. Aber beispielsweise für verschiedene Förderprogramme, die auch von der SAB in Sachen Energieeffizienz rausgegeben werden, erreicht man bessere Fördersätze. Ganz konkret, für die Straßenbeleuchtung würde man mit dem European Energy Award um 10% auf insgesamt 70% Förderung für die Kommune hochrutschen. Nun hat man einmal die Auszeichnung bekommen, aber dabei bleibt es ja noch nicht, oder? Ja, es ist notwendig, dass man in 3 Jahren eine erneute Zertifizierung macht, beziehungsweise sich dieser stellt. Der Stadtrat hat auch in seiner September-Sitzung ein sogenanntes energiepolitisches Arbeitsprogramm für die Stadt beschlossen. Darin sind wiederum Maßnahmen drin, die wir selbst als Stadt Verantwortung tragen, wo aber auch die Versorgungsbetriebe oder sei es das Lausitzbad auch als eine sozusagen städtische Gesellschaft bestimmte Maßnahmen auf dem Sektor angeht und auch realisiert. Bis 2015 sind dann konkrete Maßnahmen benannt. Und wenn wir diese Maßnahmen erreichen, denke ich, dass wir auch für eine erneute Zertifizierung dort bestehen werden. Kann man so ein paar Maßnahmen mal konkret sagen? Ja, zum Beispiel haben wir uns vorgenommen, bei Sanierung von städtischen Gebäuden größerer Natur, fällt mir zum Beispiel das Lessing-Gymnasium ein oder auch die 3. Grundschule, dass wir in der nächsten darauffolgenden kalten Periode, also im Winter, thermografische Aufnahmen machen, um so Schwachstellen in der Wärmedämmung zu erkennen. Eine andere Maßnahme, die wir uns vorgenommen haben als Stadt, dass wir jetzt immer bei solchen Sanierungsmaßnahmen einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durchführen. Quasi die Heizungsanlage wird noch besser eingestellt. Oder auch, um 2 Maßnahmen der SWH-Gruppe zu nennen, im Lausitzbad werden beispielsweise energiesparende Wasserpumpen eingebaut. Oder die VBH selbst untersuchen Maßnahmen und wollen die auch im Jahr 2013 umsetzen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Kläranlage. Ich danke Ihnen für diese Information. Bitteschön.